Hallo Katrin. Hi. Schreibt das Lied deinen Status gerade? Nee. Nee? Eigentlich nicht. Nur zur Info, Kraftklub mein Leben. Was wir gerade hören. Mein Leben läuft gut, mein Leben läuft amok. Yeah. Ja, also wir verlassen oder haben jetzt gerade Blenheim verlassen, fahren jetzt Richtung Nelson, Motueka, hoch zum Abel Tasman. Freust du dich schon, Katrin? Ja, schon eigentlich. Ja? Ja. Wetter ist ziemlich geil, wenn man das so auf der Kamera sieht. Sonnenbrand. Sonnenbrandgefahr, yeah! Voll geil, ich stehe voll auf Sonnenbrand. Deswegen hatte ich auch schon bestimmt 5 Stück oder so. Mehr. Eher mehr. Wahrscheinlich. Ja. Ja, stimmt. Also ich hatte bestimmt schon 10 Sonnenbrände hier. Ich muss gestehen, ich bin einfach nur sehr froh, aus Blenheim jetzt endlich raus zu sein, weil... Ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Wir lassen Blenheim hinter uns. Genau, genau. Wir lassen Blenheim hinter uns. Ist besser so. Ja, Katrin, willst du noch irgendwas zu deinen Fans sagen? Nein, nein. Und was kannst du uns mitteilen? Ja, wir sind jetzt in Marble Hill, weißt du, oder? Marble Hill Campsite, direkt beim Abel Tasman. $10 die Nacht, Self-Check-In. Ja, man macht das in so ein Beutelchen und schmeißt das dann da rein. Ungefähr 10 Minuten von Marahu entfernt, das ist das Tor zum Abel Tasman National Park Walk, Track, wie auch immer. Und wir wissen nicht so genau, was wir machen, bei uns ist es ein bisschen langweilig. Ja, an sich viel gibt es hier nicht, außer dass es günstig ist, aber das gefällt mir eigentlich besonders gut. Ja, das ist ein Basic Character. Wir haben ein Wassertaxi gebucht, das bringt uns morgen zur Torrent Bay und dann laufen wir von dort aus zurück. Das ist eigentlich voll praktisch, weil wir dadurch so viel Zeit haben, wie wir wollen. Und ja, das heißt, wir machen morgen Abel Tasman, ein bisschen laufen, Cleopatras Pool und so ein Scheiß. So, was man halt so am Abel Tasman macht. Ich würde sagen, morgen 7 Uhr aufstehen. Ja. Dann können wir nämlich gescheit frühstücken. Gescheit. Hallo, wir sind hier voll im Luxus. Wir haben alles. Das ist unser Essen da hinten. So, die Boxen und alles, was hier so rumfliegt. Also wir sind, allein die Chips, Mann. Ey, wir haben jetzt Chips, wir haben 4 Tüten Chips. Warum eigentlich? Weil die billig waren. Wir haben 3 Tüten. 4? 3. Die Nachos auch noch. Ja. Ach so, und wir haben eine Hose geschenkt bekommen. Die Katrin hat eine Hose geschenkt bekommen. Ich finde, die Farbe steht ihr super. So ein schönes Gelb. Das ist mein Haar. Aber ich glaube, wir passen da gemeinsam rein in die Hose. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja. Also das ist definitiv nicht meine Hosengröße. Kann ich bestätigen, die passt dir wirklich nicht. Was für eine Größe ist das? 16. 16, Alter. Was ist denn das für eine normale Größe? Wahrscheinlich 46. Oh, 46. Da weiß ich wirklich was zu. Und kauft euch niemals billige Flipflops beim Warehouse. Ich habe die jetzt seit
einen Monat und die habe ich schon wieder fast durchgelaufen an meiner Seite. Ja, die haben aber nur 2 Dollar gekostet, ne? Nee, ich habe extra die für 5 genommen. Wow, 5 Dollar sind umgerechnet 3 Euro, Leute, das wollte ich mir nochmal gesagt haben. Also das sind so 3 Euro Schlappen. Da ich hätte mir die für 2 auch nehmen können. Ja, das sind dann 1,50 Euro, nee, nicht ganz. Ja. 1,30. Ja, so. Geil, 1,30 Euro für Schuhe. Voll gut, da haben bestimmt echt kleine Kinderhände dran genäht. Ne, Babys. Die werden gar nicht bezahlt. Bis zum 4. Jahr gratis. Okay, das driftet schon wieder voll in Trash-Talk ab. Katrin beim Essen kochen, beziehungsweise selbst beim Essen. Ja, eher beim Essen kochen. Also so sieht das dann aus, wenn wir mal keinen Hostel zur Verfügung haben. Das ist schon eine ganze Menge an Zeug, was man sich hier so ansammelt. Und wirklich jeder Platz, jeder Zentimeter im Auto wird irgendwie genutzt. So kochen wir übrigens. Auf dem Gaskocher. Klassisch Camping. Und ja, also der Campingplatz ist eigentlich wirklich schön, aber für meinen Geschmack sind zu viele Sandflies hier unterwegs. Ich bin für den minimalistischen Campingplatz ein bisschen teuer. 10 Dollar, ja, pro Person. 20 Dollar haben wir jetzt gezahlt. Für das, was wir eigentlich haben. Ja, das stimmt halt schon. Ja, aber wie gesagt, unser Auto, unser Transportmittel, Heinrich. Überlebt hoffentlich länger als Adolf. überlebt hoffentlich länger als das Auto von Vanessa. Und wir freuen uns jetzt auf das Essen. Es gibt heute Baked Beans mit Reis und Käse. Und Gewürze, unsere Gewürzpalette. Die ist wirklich. Also die ist wirklich nicht Backpacker-Style, weil ich glaube, so viel Gewürze hat hier wirklich keiner am Start wie wir, aber ist voll geil. Wir können voll das räudige Essen machen, wir würzen das dann einfach und dann schmeckt es halt trotzdem, ne, Katrin? Zum Beispiel wie heute. So wie heute, ja. Oder würdet ihr zu Hause auf die Idee kommen, dass ihr Baked Beans mit Reis esst? Und ein bisschen Käse dazu. Backpacker Life hat uns wieder zurück. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es ziemlich vermisst, wenn ich ehrlich gestehen, weil ich lebe lieber so wie der letzte Hund irgendwo auf einem Campingplatz, als beschissene Vineyard-Arbeit zu machen. Nee, und dann von mir bleibe ich lieber eine Woche auf einem Free-Campingplatz, dann nehme ich von Reis ohne allem, ein bisschen Salz vielleicht, weil ich mir erbettle, bevor ich nochmal auf den Vineyard zurückgehe, geschweige denn nach Blenheim. Ja, Blenheim, fick dich, unser Fazit. Viel Salz? Ja, also ein bisschen Salz kommt dazu. Dann kommt Pfeffer dazu, weil wir haben einmal 2, 3, 4, 5 verschiedene Sorten. Aber in verschiedene Sorten. Das muss man, vielleicht sollten wir einfach mal dazu sehen, dass wir eine von denen leer kriegen. Ja, falls ihr uns irgendwelche Tipps geben wollt, was wir am besten essen können, schreibt es in die Kommentare. Wir werden für Abwechslung wirklich offen. Weil aber es muss billig sein. Es muss billig sein, also unter 2 Dollar für 2 Personen, wäre schon geil. Insgesamt. Also pro Person einen Dollar. Ja. Also ungefähr. Das hat jetzt pro Person einen Dollar gekostet. Höchstens. Eher weniger. Ich glaube, weißt du, was ich gerne mal hätte? Knoblauch-Kräutersalz. Das ist zu teuer. Das hätte ich aber. Ist nicht im Budget drin. Okay, ich richte jetzt eine Spendenbox ein bei PayPal. Donated by PayPal. Genau, donated uns. Ja, donated uns bitte. Ich wünschte, ich hätte wieder Knoblauch-Kräutersalz. Du hast ein Sandfly auf meiner GoPro. So, das war mein. Grüße an unsere YouTube-Kollegin Kiwi Queen. Ja. Du hast uns das erfolgreich vorgemacht, wie man Spenden sammelt. Wir machen dir das jetzt nach.